Guten Morgen zusammen. Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die wir uns jetzt wieder online diese Woche stattfinden. Nächste Woche haben wir einen Präsenzgottesdienst hier im Gemeindesaal. Jeder ist herzlich dazu eingeladen. Wir möchten auch allerdings bitten um eine Anmeldung. In der Gemeinde-App oder auf der Gemeinde-Webseite, dann findet man mehr Infos dazu. Lass uns am Anfang miteinander beten. Herr Jesus, wir bekennen, du bist der König aller Könige, Herr aller Herren. Wir möchten dich anbeten und dir orientiert ausgeliefert werden. Eine Beziehung mit dir wurde ermöglicht, weil du für uns starbst und bist auferstanden. So deswegen möchten wir jetzt unsere Herzen dir widmen. Komm, du gute Hirte, und weide deine Lämmer. Mach das Wort lebendig in uns, sodass du groß gemacht wirst in unseren Augen. So segne uns, heile denen, die krank sind, tröste denen, die entmutigt sind. Bau du deine Gemeinde zu deiner Ehre. Amen. Die Urgemeinde hatte sehr schlichte und einfache Glaubensbekenntnisse. Eine von den ersten, was die dann hatten, war: Christus ist Herr. Sie waren der Überzeugung, dass Jesus Christus, dass er der Messias ist, aber Herr ist auch dann mehrdeutig in dem Sinne von, Herr ist exklusiv benutzt worden für Gott, Jehova Gott, als auch dann zu sagen, er ist Herr, er ist Chef, er ist der Leiter. Er ist derjenige, der eigentlich das Wort in unserem Leben hat. Er hat das Anfang- und Endwort. Wo er uns haben möchte, er entscheidet. So wenn Sie sagen, Christus ist Herr, möchten Sie nochmal einander erinnern, dass Jesus ist nicht nur Gott, Gott des Sohnes, er ist auch dazu Befehlsgeber. Und er sagte, ein Weg, wie wir zeigen, dass wir ihn lieben, ist, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir gehorchen, wenn wir mit ihm gehen und wir nicht diskutieren, wo es lang geht und versuchen, ihn zu überreden, das wäre doch die bessere Alternative, dass er das entscheidet und wir sind diejenigen, die sagen, yes, sir. Und zwar die zwei größten Gebote, hat Jesus uns gesagt, sind sehr schlicht und einfach. Nicht kompliziert, nicht die über 600 Gebote und Regeln, sondern alles wie ein Trichter fließen zu diesen zwei, hat er gesagt. Erste Gebot ist, liebe Gott exklusiv vom ganzen Herzen, von der ganzen Seele mit all unserer Kraft. Und der zweite ist ähnlich, nämlich lieb deinen Nächsten. Und mit diesen zwei kann alles anderes geklärt werden. Alles, was Ehe, Stehlen, Lügen, das alles führt zurück zu diesen zwei. Nämlich dann, wenn unsere Weltanschauung verdreht und krumm ist und wir haben das nicht in die richtige Reihenfolge, dann alles anderes läuft schief. Wenn Gott nicht an seiner Stelle ist, werden wir auch nicht die Grundrechte von anderen respektieren. Wir werden sie auch nicht einordnen an ihre Stelle. So, das kommt immer wieder darauf zurück, auf diese zwei größten Gebote. Und dieses Glaubensbekenntnis, Christus ist Herr, wird auch dann an diese erste Stelle, lieb Gott vom ganzen Herzen, exklusiv. Primär nicht an sekundäre, dritte oder vierte, fünfte Stelle, wenn etwas übrig bleibt, dass wir auch dann eine Beziehung mit ihm haben, sondern dass das immer die Priorität hat, die erste Liebe. Ich möchte uns dazu einladen, 1. Samuel 5 nachschlagen. Ich kann es mir denken, dass diese ist eventuell die erste Predigt, die man aus dieser Stelle hat, wenn wir einfach dann Kapitel für
Kapitel dann durch die Bibel gehen, dann kommen wir irgendwann zum 1. Samuel 5. So, ich möchte einfach in dem Leben von Samuel das wieder hervorheben. Wir vergessen nicht, dass dies ist eine Geschichte von einem Land, von einem Volk, das zu einer Nation wird. Vorher waren die verschiedenen Gruppierungen regional locker verbunden, aber ohne König. Und jeder hat versucht, das zu machen, wie er das für richtig hielt. Und das war ziemlich Anarchie an gewissen Stellen. So, das Volk sagt, aber alle anderen Länder haben einen König, wir hätten gern einen König. Und das ist, wo Samuel zur Seite kommt und er wird jetzt zum Prophet für das Volk, ein Vertreter Gottes, und er wird sie dahin führen, dass Gott sie zu einer Nation macht. In dieser Zwischenzeit werden die auch dann von umliegenden Völkern auch attackiert. Und das ist, was wir gerade hatten in Kapitel 4. Und da hatten sie verloren, ziemlich böse verloren. Gott wollte eigentlich dann einiges reinigen an dem Volk und einiges durchgehen. Und das sind die Folgen davon. So, wir gehen im Kapitel 5, Vers 1 los. Die Philister, und das ist das Volk, das sie überfallen ist und hat gesiegt, aber hatten die Lade Gottes genommen und sie von Ebenezer nach Asdod gebracht. Dieses Volk, was wir als Palästinenser kennen, so das heißt die politische Lage von dem jetzigen Streit und Spannungsfelde, die da sind, ist nicht neu. Das geht jetzt einige tausend Jahre zurück. So in dieser Niederlage vom Volk Israel wird, wie es ziemlich typisch über Jahrhunderte war, nämlich, dass wenn ein Volk überfallen wird, wird sie geplündert. Und was sie gefunden hatten, war diese herrliche Bundeslade Gottes für Israel an Mose gegeben, nämlich, dass die Darstellung, nicht, dass das Gott ist, aber das ist die Darstellung. Das Volk sagt, wir möchten gerne einen Gott haben, der uns eigentlich aus Ägypten geleitet hat. Und er ist nicht irgendwie physisch darzustellen, aber Gott sagt, ich werde euch treffen an einem gewissen Ort. Und an dieser Arche, so wir würden sagen, ein Schrank mit einem Deckel obendrauf, da werden zwei goldene Engel drauf fixiert. Und zwischen diesen zwei Engeln wird Blut im Jahr gegossen. Ein Kennzeichen, dass Sünde muss getilgt werden und die Schuld muss bezahlt werden. Und er sagte hier, an dieser Ort werde ich euch treffen. So jetzt wird dieser goldene Objekt wird jetzt gestohlen, geplündert und ist jetzt in eine von den fünf Hauptstädten von den Philister. Vers 2, und die Philister nahmen die Lade Gottes und brachten sie in das Haus Dagons und stellten sie neben Dagon. So, sie haben auch einen Tempel, sie haben ihr eigenes Gott. Wir würden an dieser Stelle sagen Götzen. Und sie werden sagen, okay, mehr ist besser als weniger. So, jetzt noch eins andere dazu. Vers 3, als aber die Astoditer am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Da nahmen sie den Dagon und stellten ihn wieder auf seinen Platz. Ähnlich wie heutzutage ein gewisser Pluralismus war das Volk bereit zu haben. Wir haben einen Tempel, wir haben Dagon, statt dieses Bundeslade zu vernichten. Sie haben gesagt, wir nehmen das und stellen es nebendran von unseren Göttern. Mehr Götter ist besser als ein Gott. War eigentlich ihr Thema. Wir nennen das heutzutage Pluralismus, wo es regional verschiedene Götter gab, Gottes Berges, Gott des Tals, Gott des Himmels, Gott des Wassers, des Feldes. Pluralismus. Heutzutage haben wir auch dann gewisse Personen, die auch sagen, Pluralismus ist besser. Nämlich, dass wir können verschiedene dann haben und die stehen nebeneinander.
Und das werden wir an dieser Stelle sehen, das ist exklusiv. Gott ist eifersüchtig um eine persönliche Beziehung. Nicht, dass er das teilt und trennt zwischen uns. Er möchte eine exklusive Beziehung mit uns haben. Dass er die erste, es gibt nur ein Herr. Und wer hat das Sagen in unserem Leben? So, am nächsten Tag stehen die auf, die kommen zurück im Tempel, möchten ihre Ausplünderungen wieder betrachten und sich nochmal auf die Schulter klopfen und loben. Sind wir nicht ein Volk? Und die kommen und sehen, ihre Götter sind gestürzt in der Nacht. So, das Erste, was sie tun, ist zu sagen, hoppla, anscheinend sind unsere Götter nicht so stark, wie wir es vermutet hatten. Sie haben die wieder aufgerichtet. Ich möchte behaupten an dieser Stelle, dass wenn wir Götzen in unserem Leben haben, Gott wird keine Konkurrenz mit ihnen führen, sondern er stürzt alle Götzen unseres Lebens. Wenn Gott wohnhaft wird, er kommt in uns, er möchte, dass alles andere gestürzt wird. Alle Götzen müssen fallen. Er möchte eine exklusive Beziehung mit uns haben. Animismus war auch über Jahrhunderte auch sehr weit verbreitet. In manchen Ländern ist das noch ziemlich stark. In Apostelgeschichte 17 wird das auch erwähnt, dass die haben so viele griechische Götzen. Eines Tages gab es eine Plage und die wissen nicht, wessen von den Göttern haben wir jetzt beleidigt. Aber wir müssen den besänftigen und irgendwie müssen wir Schuld beheben. So unsere Idee im Athen wird, wir werden einer Herde an Ziegen, Schafe werden wir loslassen. Und irgendwann werden sie müde und wenn sie sich niederlegen, diese Gottesdarstellung, diese Figur, am nächsten sie jetzt wohnen, schlafen gehen, das ist eigentlich dann der beleidigte Gott. Und so dann haben sie betrachtet und dann gesehen, diese an einer oder anderen. Aber manche waren ein Zwischending und wussten nicht, gehört es zum A oder B Gott. Und so aus diesem Grund haben die noch einige andere Figuren schnell aufgerichtet und sagten, das ist der unbekannte Gott. Es war ihnen noch nicht bekannt. Das ist, worauf Paulus griff später. Pluralismus und Animismus. Ein ortsgebundener Gott. Oder in Johannes Kapitel 4, wo Jesus diese samaritische Frau begegnet am Brunnen. Sie sagt, ich würde es gerne wissen. Juden sagen, dass in Jerusalem wird Gott angebetet und meine Ahnen, meine Großeltern haben gesagt, es waren hier in diesen zwei Bergen. Jesus sagt, eines Tages sage ich dir die Wahrheit, es wird so sein, es ist jetzt gekommen, wo es nicht ortgebunden sein wird, sondern Gott sucht überall Menschen, die ihn anbeten werden. Exklusiv. Die ihn in Geist und in Wahrheit anbeten. Gott selbst reißt Konkurrenz nieder. So, vorneweg dann, die Frage, die wir uns stellen heute, ist dann, wer herrscht in meinem Herzen? Jonathan Swift, ein Autor, schrieb über in einem Roman über einen Mann, der gereist ist und in einem Schiffbruch, dann landete er auf einer Insel. Und auf diesen Insel waren ganz winzige Menschen, Lilliputaner. Und als die ihn gesehen hatten, schlafen am Strand, haben die ihn festgebunden und durchgesucht. Und die Geschichte sagt, dass in seiner Tasche haben sie eine Taschenuhr gefunden und haben es gehört, aber wussten nicht, was es war. Für sie seltsames Objekt. So die kamen ins Gespräch mit ihm und fragten ihn, was ist das? Und er sagt, das ist eine Taschenuhr. Ja, was ist eine Taschenuhr? Das ist ein Gerät, das sagt mir, wo ich irgendwo hinzugehen habe und was ich zu machen habe. So einen bestimmten Plan während des Tages. So als sie das versuchten, ihre Häuptlinge zu erklären, was es sagte, das müsste sein Gott sein. Sein Gott sagt ihm, wo er zu sein hat. So ein verschiedener Gott, das wir haben könnte, ist Zeit. Zeitdruck. Dass wir sagen, ich muss mich anstrengen, ich muss ein gutes Job machen, ich muss verdienen,
Und das hat eigentlich dann das Sagen, wo und wann ich machen werde. Noch ein anderer, und ich glaube, wesentlich häufiger ist, Menschenfurcht kann unser Herz steuern. Menschenfurcht ist sowas wie ein Gruppenzwang. Wenn ich sage, diese und jene Personen kommen zu Besuch und dann plötzlich dann unser Herzen schlägt etwas fester, weil wir denken, oh, das habe ich mit dem noch nicht bereinigt und da ist etwas, das im Unklaren ist. Menschenfurcht. Oder was werden Sie von mir denken, wenn ich das probiere? Werde ich ausgelacht? So dann lieber nicht. Menschenfurcht kann auch unsere Herzen steuern. Süchten können uns steuern. Etwas, dann wird als Spaß beginnen und dann es nimmt an und geht noch weiter und wir müssen das unbedingt haben. In der Epheserbrief, dann lesen wir davon, er sagt, es ist nicht Gottes Wille, dass wir mehr trinken, als was Anlass ist. Wir sollen nicht geführt werden vom starken Wein, sondern wir werden voll Geistes. Nämlich, wer wird das Sagen in unserem physischen Leib haben? Wird es dann Wein haben oder wird es Geist Gottes? Süchte sollen nicht unser Gott sein, unsere Götzen sein oder der Chef. Bitterkeit kann auch ein ganz furchtbarer. Bitterkeit in dem Sinne von, es sagt mir, ich kann mit dieser Person nicht reden. Ich muss aus ein Zeichen meines Zornes und Wut, muss ich mich meiner Liebe entziehen. Statt Liebe zu Nächsten zu lieben, ich sage nein, ich werde es dir abhalten. Aus dem Zeichen, alles ist nicht gut in meiner Seele. So, wer hat das Sagen in unserem Herzen? Alles, was unser Herz steuert, ist eigentlich dann in diesem Sinn, nach dieser Definition, ein Gott oder zumindest der Boss. Wer ist Herr? Die Urgemeinde sagte, Christus ist Herr. Das ist zum Überlegen. Gott reißt alle Götzen nieder und er ist dabei, exklusiver wohnhaft zu sein in unserem Herzen. Weiter in unserer Geschichte, Vers 4 und 5. Nachdem, dass sie das wieder aufgerichtet hatten. Und wie ist das, wenn etwas dann wirklich daneben läuft und nicht gut ist in unserem Leben? Und wir denken, vielleicht ist das doch nicht etwas, worauf ich zu bauen habe. Aber ich gebe es nochmal eine Chance. Ich versuche es nochmal zu investieren und ich werde es verdoppeln. Vielleicht geht es doch gut. Sie bauen wieder auf. Vers 4 und 5. Und als sie aber am folgenden Morgen früh aufstanden, siehe, da lag Dagon auf seinem Angesicht auf der Erde vor der Lade des Herrn. Aber der Kopf Dagons und seine beiden Hände lagen abgehauen an der Schwelle, auf der Schwelle. Nur der Rumpf Dagons war von ihm übrig geblieben. Darum treten die Priester Dagons und alle, die in dem Tempel Dagons gehen, nicht auf die Schwelle Dagons in Asdod bis zu diesem Tag. So nachdem sie es aufbauen, Gott geht auf die nächste und weitere Instanz. Nämlich nicht nur, dass sie umgestürzt sind, sondern jetzt brechen sie auseinander und zerschmettert. Und jetzt können sie nicht mehr in dem Sinne aufgebaut werden oder aufgestellt werden. Gott ist dabei, das, was unsere Herzen festnimmt. Er will uns befreien, so es kann sein, dass es auf die nächste Ebene geht und diese Liebhaberei auch zerstört. Oder dass es zerschmettert wird. In Vers 6 und 7 geht es auch dann weiter. Aber die Hand des Herrn lag schwer auf die Einwohner von Asdod. Und er brachte Verderben über sie und schlug Asdod und sein ganzes Gebiet mit Beulen. So eine gewisse Krankheit ist gekommen. Solange, dass es nur eine geistliche Übung war im Tempel, dann hat den meisten nicht betroffen. Aber jetzt, da das Volk betroffen wird, ein gewisser Pragmatismus. Ich werde betroffen? Ah, jetzt hat es meine Aufmerksamkeit. Vers 7, als aber die Leute von Asdod sahen, dass es so zuging, sprachen sie,
lass die Lade des Gottes Israels nicht bei uns bleiben, denn seine Hand ist zu hart über uns und unserem Gott Dagon. Ihre Beziehung zu Gott zu sagen, er ist der Stärkste, wir sollen ihn anerkennen, weg mit Dagon. Sie sagen, weg mit Gott. Gewisse Stimmen heutzutage sagen auch, wenn es nicht nach meiner Vorstellung geht, weg mit Gott oder weg mit zumindest die Vorstellung, wie es ihnen dargestellt wird. Hab Acht davor, dass ihn, wenn Götzen steuern und wir halten fest an alten Sachen, dass Gott wirklich exklusiv der Herr ist, der einzige Herr, und wir blockieren. Vers 8, und sie sandten Boten hin und versammelten alle Fürsten der Philister zu sich und sprachen, was sollen wir mit der Lade des Gottes Israels machen? Da antwortete sie, die Lade des Gottes Israels soll nach Gath ziehen. Und sie brachten die Lade des Gottes Israels fort. Das kann ich mir kaum erklären. Uns geht schlecht, so wir schicken das noch zu jemandem anderen. Ähnlich, als wenn ich sagen würde, mein Auto ist kaputt, springt nicht an, ich tue ein Schild draufstellen, günstig verkaufen. So ich versuche es dem anderen dann zu geben, auch wenn ich weiß, es ist defekt. Oder das Essen schmeckt mir nicht, etwas stimmt nicht mit dem Essen, wer hätte es gern. Aber sie sind bereit, das weiterzugeben. Auf jeden Fall nicht hier bei uns. Weg mit Gott. Wir haben keinen Raum für ihn. Und ich möchte auch in Vers 9 und 10. Und es geschah, als sie die Lade hingebracht hatten, da kam die Hand des Herrn über die Stadt, sodass eine sehr große Bestürzung entstand. Und er schlug die Leute in der Stadt vom Kleinsten bis zum Größten, sodass an ihnen Beulen anbrachen. Physische Krankheiten. Da brachten sie die Lade nach Ekron, so jetzt im dritten Standort. Als aber die Lade Gottes nach Ekron kam, schrien die von Ekron und sprachen, sie haben die Lade Gottes Israels zu uns hergebracht, um uns und unser Volk zu töten. Jetzt diesen Ruf, dass dieser ist ein sehr starker Gott und andere wollten ihn nicht haben. Wir sollen ihn nehmen. Wir sollen vorsichtig sein mit unserer Darstellung von Gott. Ist er stark? Absolut. Einer von den üblichsten Wegen, wo Pastoren das öfter zu haben haben, ist, wenn Gemeindemitglieder, Nachfolger Christi sagen, die Gebote Gottes sind schwer. Was er fordert und diese Exklusivität ist schwer. Und das ist einfach unbiblisch, weil in 1. Johannesbrief die Gebote Gottes sind nicht schwer. Das ist die Darstellung von Liebe. Kein Wunsch ist zu groß für jemanden, der sich verliebt hat. Egal wie lang und um wie viel Uhr das ist, was es kosten wird, es geht vollkommen in Ordnung. Weil Liebe sagt, kein Wunsch ist zu groß oder aus. So dass wir sollten es darstellen in Form, dass Menschen eine wahre Realität von Gott haben, das von seiner Allmacht, aber wir sollen es auch schmackhaft sein, in dem nicht Inhalt oder von das Krumm darstellen, aber wir sollen es darstellen, so wir sagen, ich habe ihn lieb und ich glaube, du würdest auch eine sehr gute Beziehung mit ihm haben. Auf jeden Fall, der Ruf von Gott ist jedes Mal größer geworden, schlechter und schlechter geworden, sodass Ekron sagt, ich möchte auch damit nichts zu tun haben. Wir sollten damit vorsichtig sein. Gott will absolut exklusiv sein und er wird sich drum kümmern. Vers 11 und 12. Da sandten die Boten und versammelten alle Fürsten der Philister und sprachen, sendet die Lade des Gottes Israels wieder zurück an ihren Ort, damit sie uns und unser Volk nicht tötet. Denn es war eine tödliche Bestürzung in der ganzen Stadt und die Hand Gottes lag sehr schwer auf ihr. Und die Leute, die nicht starben, wurden mit Beulen geschlagen und das Geschrei der Stadt stieg zum Himmel empor.
So am Ende haben sie letztendlich entschieden, nicht hier bei uns, schickst wieder zurück nach Israel. Wir haben es versucht auszuhalten, wieder aufzurichten, ging nicht. Und wir merken, er ist uns ein Nummer zu groß. Wir haben mit einem sehr großen, starken Gott zu tun. Aber ich möchte an dieser Stelle ein paar Dinge kurz betonen. Erstens, wir dürfen alle Geschichten nicht von unserem heutigen Brillen interpretieren. Wir dürfen nicht einfach dann sagen, wie Menschen dann gehandelt haben im anderen Zeitalter, dass es genormt ist von unserem Zeitalter. Wir haben nicht die Prägung wie zu dieser Zeit. Aber zu dieser Zeit, lass uns noch mal eins davor heben: Gott wird manchmal schlechte Umstände, schlechte Lage, sogar Krankheit benutzen, um Menschen zu ihm zu bringen. Dass wir wachgerüttelt werden, da ist jemand, den ich brauche. Es wird gesagt, es gibt auf See im Sturm kein Atheisten. Selbst der schlimmste Mariner Seemann wird auch in dem Moment ein betender Seemann sein. So auch dann manche Dinge bringen uns zu einer Erkenntnis, wir brauchen und suchen Gott. So an dieser Stelle waren sie zu einer Stelle gekommen, dass sie sehen, er ist uns doch ein starker Gott. Ich hoffe, dass dein Bekenntnis dazu gekommen ist, dass Gott ist absolut stark genug. Stark genug für unsere jetzige Lage. Für die Ängste, die wir haben, für die Menschenfurcht, für Bitterkeit, für alles, was unser Herz steuert, er ist groß genug, er ist noch größer und alles andere wird gestürzt. Es wird mit der Zeit fallen. Hoff auch, dass Gott wird nicht zu einem Gegenstand reduziert. Dass er ist an etwas gebunden, an einem Ort oder dass er mit einem Schrank oder irgendein Glücksbringer, wenn er hier bei uns ist, in diesem Form, dann haben wir Glück in unserem Haus. Das ist nicht, was diese Stelle uns beibringen möchte. Ich hatte in meiner Kindheit, da meine Mutter ganztags gearbeitet hat, haben wir auch Betreuung im Haus. Ich kann mich gut erinnern an eine Frau, die zu uns kam und hat versucht uns zu erklären, dass in jedem Zimmer hatten wir dann, im Schlafzimmer, im Wohnzimmer hatten wir überall Bibel liegen. Und sie hat gesagt, das ist nicht erlaubt, irgendetwas auf eine Bibel zu stellen. Das wäre noch ein zweites Buch, ein Gesangbuch oder irgendetwas auf eine Bibel, das bringt Unglück. Das ist genau das Gegenteil von eigentlich was wir wollen, eine Beziehung zu Gott, nicht zu Gegenständen haben. So dass nicht, dass wir denken, in einem gewissen Tempel, das macht es heilig, nur weil es zum Tempel deklariert wurde. Es ist ein Tempel, weil Gott anwesend ist. Es ist eine Gebetsstätte, weil Gott da ist. Oder reduzieren wir nicht bitte Gott zu etwas auf der To-Do-Liste. Christen tendieren auch dann zu Gewohnheitstiere zu sein, dass wir sagen, solange ich meine Andacht, das tägliche Brot gelesen habe zum Frühstück, dann wird der Tag gut sein. Das ist ein Glücksbringer. Und wenn es nicht gemacht wird, dann plötzlich dann ist der Tag rum. Und das ist das Gegenteil. Götzen müssen fallen, egal in welcher Form. Wenn es unsere To-Do-Liste ist oder wenn es Menschenfurcht oder Furcht allgemein. Angst vor, was bringt morgen? Werde ich gesund bleiben? All diese Dinge sind Götzen, die fallen müssen. Er ist Herr. Er ist Chef. Götzen müssen fallen. Und wir sollen sie nicht wieder aufrichten. Mit der Zeit tendieren wir wieder zurückzukommen. Zum Ritten, Rituale, gewisse Wörter, die benutzen, Sprüche, die gesagt werden. Und das macht uns irgendwie wollen. Wir denken, das ist Christsein. Christus ist Herr. Ich würde gerne schließen mit 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Das ist, wo Paulus zu dieser Gemeinde schreibt und sagt, ihr seid in meinen Augen starke Gläubige. Und hier sind die Kennzeichen.
eine von den größten Indizien, dass wir zu Jesus gehören, sagt er, ist in Vers 9. Denn sie selbst erzählen von uns, ein anderer Volk, sie kennt diese Gemeinde in Thessaloniki, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen, wahren Gott zu dienen. Sie sind in einem pluralistischen Land, wo überall Götzen und Tempel dargestellt werden. Sie sind weg davon, umorientiert auf Gott zu. Das ist ein biblisches Wort, Buße. Weg davon, ab und auf Gott zu, dass sie Gott dienen können. Exklusiv. Ich lade dich dazu ein, diese Stelle wirklich zu beherzigen. Götzen müssen fallen. Christus ist Herr. Lass uns miteinander beten. Einschleichend her, im Alltag, nicht absichtlich, aber einschleichend kommen Prägungen, Betonungen, Überlebensstrategien, die wir zu uns nehmen. Und schon haben wir andere Prioritäten, das andere Emotionen oder Gedanken, dann das Sagen in unserem Ohr flüstern. Und das möchten wir heute bekennen, dass du alleine bist Herr. Lass alles andere niederfallen. Benutz das, was erforderlich ist, um uns wachsam zu rennen. Wir nehmen an, die jetzige Lage ist von dir gegeben. Du steuerst. Wir möchten bitten, dass es benutzt wird. Schütz und bewahre uns vor Krankheit. Aber bring unsere Herzen wirklich zur Bekenntnis, dass du exklusiv Herr bist. Befreie uns. Und dann hilf uns, dass wir das auch so darstellen, sodass du attraktiv bist und dass anderen auch Durst gewinnen nach Gerechtigkeit. Wir sagen, alle Knie werden sich beugen, jeder wird erkennen, dass du Herr bist, und das tun wir heute. Wir möchten wirklich beginnen, was wir in alle Ewigkeit üben werden, nämlich wir beten dich an. Wir danken dir vom ganzen Herzen für die Befreiung vom Golgatha, für die Macht der Auferstehung, die unser Leben verformt hat. Positiven auf dich zu. So wir verlassen Götzen und gehen auf dich zu, damit wir dir dienen. Segne du dein Wort. Sei unter uns. Das bitten wir in deinem Namen. Amen. Liebe Gemeinde, ich möchte auch anschließend so gegen 11:30 zu einer Gemeinschaftszeit haben, einladen. Es wird wieder eine virtuelle Zoom-Bistro. Wird einberufen, Noel wird uns helfen. Und wenn wir jetzt diese Identifikationsnummer und dann auch Passwort benutzen, dann sind wir dabei. Da ist ein tiefen Austausch. Und es ist natürlich nicht genauso, als ob wir gemeinsam Kaffee und plaudern dürfen, aber es ist eine Möglichkeit, einander zu ermutigen. So, ich möchte persönlich dazu einladen, dabei zu sein. Vergesst nicht, nächsten Sonntag, 26.07., sind wir live dabei hier. Und das wird auch live im YouTube dann zu finden sein. So, falls dass du noch nicht die Freiheit hast, hier dabei zu sein, werden wir auch informieren nächste Woche, wie es weitergeht. Aber wir möchten auch dazu einladen, zu einem Präsenzgottesdienst nächste Woche hier. Ich wünsche dir Gottes Segen. Wir singen noch ein weiteres Lied zusammen.